Hallo ihr Lieben, hier ist euer Patrick vom Cannes Gourmet. Heute bin ich in Calamior. Ja, und warum ich hier bin, was es hier gibt, das erzähle ich euch jetzt gleich, wenn wir zusammen hier am Strand in Calamior entlang laufen. Viel Spaß mit dem Video. Ja, warum, wieso, warum bin ich hier? Wir haben heute hier ein Event in Arta später mit Capra Bock zusammen. Bei einer kleinen Feier, da gibt es dann Gin-Lesson, Gin-Tasting, Cocktail, Event und so weiter. Und dafür bin ich gerade hier in Calamior, also noch in Calamior, nachher geht es nach Arta. Nicht wundern, die Kamera, Bild wird heute wahrscheinlich ein bisschen wackeln. Ich bin clever, ich hatte natürlich alles dabei, hatte aber vom Gimbal leider die Halterung vergessen, so dass ich jetzt einfach mal frei aus der Hand aufnehmen muss, während wir am Strand entlang laufen. Also nicht wundern, wenn das Bild heute ein bisschen ruckelig ist. Es windet auch ziemlich, es ist noch mega Wetter. Wir haben noch 28 Grad, aber ziemlich starken Wind, der heute auch angesagt war. Heute ist jetzt Donnerstag, der 19. Oktober. Ja, an der Tanzfläche halt. Ja, und ab morgen soll es ja dann auch etwas Regen geben hier. Und heute ist der Wind schon da. Und ja, den merkt man natürlich auch schon ganz schön. Gar keine Frage. Aber trotzdem Wind. Sieht man, es ist in Calamior noch Bewegung. Touristen sind noch da, Gäste sind noch da. Sind ja auch jetzt bald sogar noch, glaube ich, in Baden-Württemberg dann erst dann die Herbstferien, aktuell in anderen Bundesländern. Liegen sind wahrscheinlich heute wegen etwas weniger Wind nicht so belegt. Aber trotzdem ist es doch ein Traumtag, den wir hier jetzt am 19. Oktober noch haben. Da hinten im Hintergrund, da sieht man dann die Costa de los Pinos. Hinter dem Berg ist dann Canyamel. Die ganzen Hotels haben natürlich alle erste Linie, Castel de Mar, und da habe ich schon mal im Video gesagt, haben sie schön gemacht hier, auch mit behindertengerechten Zugang ans Meer. Hier gibt es ein bisschen Schatten. Ich denke mal, dass hier auch vielleicht die Liegen gelagert werden. Hier da hinten ist Playa de Moro. Auch die haben von den Hotels hier vorne raus besten Meerblick. Schauen, wie lang das Video heute wird. Da ich ja aus der Hand filmen muss, ist es doch ein bisschen unbequemer. Café Lamar heißt es hier. Gut besucht. Cerveza 2,50 Euro steht da.
Also, dass die Saison dieses Jahr bis Ende Oktober geht, ist schon mal de facto so. Hotels sind, soweit man sieht, noch alle auf. Kaffeebars sind besucht, am Strand ist auch noch was los. Calamur hat noch nicht auf Winterschlaf umgestellt. Doch ein Teil vielleicht schon, nehme ich wieder ein bisschen zurück. Schaut mal, das Captain Hook, das, naja, weiß ich nicht, sieht im Moment zu aus, vielleicht mache ich auch jetzt abends auf. Na, ist noch alles draußen. Offen haben sie nicht, ich dachte, die hatten früher auch mal mittags auf. Schon, aber vielleicht machen die jetzt auch jetzt abends auf, also auf jeden Fall ist momentan zu, aber es ist noch alles aufgestuhlt. Auch hier gibt es die Vertretung von Yves Saint Laurent, Louis Vuitton. Also der Veranillo, der Spätsommer, der ist wirklich klasse, den wir noch haben. Muss ich wirklich sagen. Ich laufe danach wieder in der Fußgängerzone zurück in Richtung Auto. Ich muss da mal schauen, ob ich dann ein Video draus mache oder ob ich zwei Videos draus mache. Überlegt habe ich, ob ich einfach zwei Videos draus mache, dass die einzelnen Videos für euch zum Schauen Hollywood Diner, dass die Videos zum Schauen für euch nicht so lange sind. Ich will mal schauen, ob ich vielleicht einfach zwei Videos daraus mache. Schreibt mir doch mal in die Kommentare für die Zukunft, was ihr meint. Besser, ich sage jetzt mal, zwei Videos a 20, 30 Minuten oder ein Video a 40 oder 60 Minuten. Gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Und natürlich das Abo nicht vergessen. So, hier haben wir es Miles. Miles hat auch noch geöffnet. Aber nur noch hier links. War ja mal größer, ist es hier wahrscheinlich schon geschlossen. Wie gesagt, Calamur kenne ich mich, bin ich nicht mehr so oft. Ich weiß jetzt nicht, aber ich meine auch, es war in der Saison größer. Haben wahrscheinlich jetzt schon einen Teil zugemacht. Ah, hier hinten ist schon ein Hotel. Da hat das Restaurant Samar unten drin schon zu. Das Hotel ist noch geöffnet. Und hier könnt ihr euch einen Schwan mieten und dann mit einem Schwan aus dem Meer fahren.
Ja, eigentlich wollen wir ja den Rundgang durch Calamio mal mit Sandra zusammen machen, aber an dem Tag, wo wir hier waren und es machen wollten, weil wir eh hier waren, da hat es sich ja durch den letzten Regen, durchs Unwetter leider ein bisschen verhauen. Deswegen jetzt leider den kleinen Spaziergang wieder nur mit mir alleine. Aber irgendwann schaffen wir es jetzt mal Richtung Herbst, Winter, dass wir mal wieder einen Spaziergang zusammen mit Sandra hinbekommen. Wahnsinn, durch die Wellen, die schon da sind, das Unwetter, das sich ankündigt, wie weit das Wasser schon hier auf dem Sandstrand mehrfach steht. Haben wir hinten auch schon gesehen. Es sind überall kleine Swimmingpools vor dem Meer. Jetzt kommen wir hier schon langsam in Richtung Calabona. Hotel Foramar auch noch auf. Also die Hotels haben alle noch auf. Hier unten ist ein Laden, aber der hat nicht zugemacht. Der hat wohl schon länger zu, so wie es aussieht. Jetzt hört man auch schon viel mehr Englisch hier, weil jetzt geht es Richtung Calabona. Und Calabona ist ja dann alles schon viel mehr Englisch. Guckt mal hier, Posadonia, Seegras, da liegt auch noch ganz viel. Ah ja, hier steht was zum Thema Posadonia. Warum sie so wichtig sind, die Posadonia-Wiesen, Seegras-Wiesen. Trotzdem wird es hier natürlich von einem sauberen, klaren Touristenstrand vom Strand teilweise abgetragen. So, und was machen wir jetzt? Jetzt muss ich kurz überlegen, mache ich jetzt ein Video oder machen wir das Video einfach, also mache ich jetzt zwei Videos zurück durch die Fußgängerzone oder ich mache einfach ein Video komplett durch. Genau, ich laufe jetzt nicht bis Calabona weiter. Das wäre dann da hinten, können wir mal im anderen Video machen. Ich bleibe jetzt einfach hier bei einem Video und laufe mal hier jetzt Richtung Fußgängerzone zurück, Richtung Auto. Und machen wir nur ein Video hier. Das ist am Ende von der Fußgängerzone oder je nachdem, wo man sieht, vom Anfang oder am Ende. Wie gesagt, dahinter kommt dann bald Calabona. Alle hopp, die gibt es ja überall. Ich glaube, die Läden hier, die haben sich auch seit 20 Jahren nicht verändert oder länger.
Auch hier die Parfümerie, die ist auch seit unseren Anfangszeiten, glaube ich, hier. Die war schon immer hier. Die kenne ich eigentlich schon von den Zeiten, wo wir vor vielen, vielen, vielen Jahren hierher kamen nach Mallorca. Damals ja noch gestartet hier an der Ecke. Also hier in Sacoma Calamior. Das war ja damals unsere erste Destination, wo wir auf Mallorca viele Jahre gelebt haben, bis wir dann in Richtung Palma gezogen sind. Die zum Beispiel Restobar Café Vargas kenne ich nicht. Ja. Somit ist das hier immer Calamior für Sandra und mich immer noch ein bisschen wie nach Hause kommen, weil wir uns viele Jahre hier aufgehalten haben, viele Jahre hier gelebt haben, gearbeitet haben. Das ist jetzt die neue Fußgängerzone, die jetzt fertig ist. Was wir letztes Mal im Unwetter gesehen haben, wo Sandra und ich da waren, vorne an der Straße, wo ganz früher die Pferde standen. Rechts hoch ist jetzt auch die Fußgängerzone irgendwie weiter ausgebaut worden. Hier Café Bar Mallorca, die gibt es auch schon ewig. Ah ja, steht auch oben dran. Seit 1972. Ach, hier gibt es doch noch Pferdekutschen. Ich dachte, die wären hier in Calamior schon nicht mehr tätig. Aber sind sie leider doch noch. Ich dachte, die wären hier schon abgeschafft. Und die Straße hier hoch, die ist auch neu gemacht worden. Früher ist man nämlich hier links runtergefahren, hat dann umgedreht und ist hier wieder hochgefahren. Und das ist praktisch die Straße hier hoch, auch eine Fußgängerzone geworden. Hier unten waren früher viele Kneipen, in denen wir angefangen haben hier. Ich glaube, da gibt es jetzt noch das Anpfiff, alles andere ist neu. Das Anpfiff ist ja auch schon seit Jahren hier. Das hat aber zu heute, oder? Ich glaube, ja. Und jetzt gehen wir hier durch die neu angelegte Fußgängerzone zurück in Richtung Auto. Auch die Parfümerisierer gibt es schon seit Jahrzehnten. Und man sieht auch immer, wo sich was erneuert hat und wo irgendwie neue Mieter reinkamen. Und dann modernisiert wurde und das Gebäude moderner wurde. Und wo seit Jahrzehnten die Alten drin sind.
Ja, durch den Wind, durch den Sturm merkt man, dass sich wahrscheinlich wirklich das Tiefdruckgebiet mit Regen ankündigt. Das dann vielleicht heute Abend oder morgen da sein soll. Vielleicht gibt es noch ein Video aus Kalaradiada, das dann irgendwie 2-3 Tage später online kommt. Wenn ich es schaffe, heute Abend mache ich vielleicht noch einen Abendrundgang durch Kalaradiada. Wenn ich es schaffe und wenn das Wetter mitmacht, kommt dann ein paar Tage später hoch. Darum jetzt, wenn ihr das Video seht, nochmal die Bitte Abo-Knopf drücken, abonniert uns und natürlich auch die Glocke drücken, weil dann bekommt ihr auch eine Info, wenn weitere Videos, wie zum Beispiel eventuell heute Abend, einen Abendrundgang, Nachtrundgang durch Kalaradiada online kommt. Aber wenn ich nur an Weihnachtsgeschenke denke. Tja, wenn man nur an Weihnachtsgeschenke denkt, das machen schon die ein oder anderen aktuell. Wenn ihr an Weihnachtsgeschenke denkt, dann denkt an Can Gourmet, weil wir euch natürlich auch gerne für eure Liebsten eure Weihnachtsgeschenke zusenden. Also das heißt, wenn ihr was bestellen wollt, jetzt schon zu Weihnachten, her mit eurer Bestellung. Freuen wir uns, freut sich Sandra. Auch wenn den Firmenbesitzer zuschauen, die Geschenke brauchen für die Angestellten, für die Kunden, whatever. Wir sind euer Ansprechpartner dafür. Mit einem schönen Mallorca-Geschenk. Leckeres, feines hier von der Insel. Egal ob Gin, ob Essig, ob Olivenöl, Marmeladen, Liköre, Weine, Gutscheine für Weintastings und. Einfach auf dem Webshop, auf der Webseite www.can-gourmet.com reinschauen. Dann bekommt ihr mit, was wir so alles anbieten. Und ihr könnt euch auch direkt bestellen. Meine alte Wirkungsstätte hier oben, ehemalige Diskothek Magic. Aber ich muss sagen, ich finde, die Fußgängerzone ist ganz schön geworden hier in Calamior. Das ist Postamt von Calamior, das ist immer noch da, auch schon, das ist schon sehr lange da. Ja, durch die Fußgängerzone und die Strandpromenade vorne kann man hier auch ganz gut spazieren gehen. Kann dann wie gesagt noch weiterlaufen, wo wir vorher umgedreht haben, bis nach Calabona. Da geht dann noch sehr viel am Strand entlang, am Meer entlang. Gibt es dann auch noch ein paar Cafés und Restaurants auf dem Weg nach Calabona. Durch die Fußgängerzone mit Vollspeed im E-Roller. Hier wieder Castel de Mar von hinten. Jetzt langsam Richtung Ende von der Fußgängerzone. Happy Park, der scheint schon
in Winterschlaf gegangen zu sein. Ja gut, keine Sommerferien mehr und auch keine Kleinkinder vielleicht mehr da oder nicht mehr genug für ihn, dass es sich lohnt, offen zu lassen. Und wenn kein Wind ist, dann ballert die Sonne ganz schön runter um die Zeit. Das ist ja immer so klasse jetzt. Man geht raus natürlich ohne Sonnenschutz. Wenn man denkt, es ist nicht mehr so warm, dann ist kein Wind. Und wenn ein Wind ist, ist es noch viel schlimmer, weil man merkt gar nicht, dass man sich die Glatze nach und nach verbrennt. Aber gut, das sollte jetzt dann ungefähr bis zum Ende eine halbe Stunde sein. Das sollte ich dann hoffentlich dementsprechend überleben. Ja, hier oben ist jetzt ein Korkladen drin. Da war mal ein guter Freund von mir drin mit seinem Aloe-Laden. Hat sich leider auch viel verändert. Wie überall. Läden gegangen, neue Läden gekommen. Jetzt hoffe ich mal, dass das Video auch hochladbar ist, weil kein Gimbal, praktisch durch die Sonne und die Brille keine Sicht, was ich überhaupt aufgenommen habe. Ich habe einfach mal im Blindflug draufgehalten und euch irgendwie wieder wahrscheinlich fast eine halbe Stunde, schätze ich mal, sieht man, sehe ich was, fast eine halbe Stunde vollgequatscht. 27,5 Minuten aktuell und hoffe dann zu Hause, dass man das Video auch hochladen kann. Hotel Santa Maria und ein Komiker war gerade auch da. Ja, hier hinten geht der Kalamir noch ein paar Meter weiter. Vorwiegend mit Hotels, Taxistand, da vorne dann die ganzen Hip-Hotels. Und ja, ich gehe jetzt zum Auto. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich bedanke mich, dass ihr euch eine halbe Stunde Zeit genommen habt, mit mir hier durch Kalamir zu gehen. Vielen Dank. Und habe nochmal zum Abschluss ein letztes Mal die Bitte, wer es noch nicht getan hat. Drückt jetzt bitte den Abo-Knopf, das wäre ganz, ganz klasse. Schreibt uns was in die Kommentare. Und ja, lasst es euch gut gehen. Euer Patrick vom Cancomé. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben. Ciao.